Ja, der Vergütungsplan von Pickpay bzw. Nuskin und welche drei Dinge du beachten solltest, damit du bei Pickpay bzw. Nuskin im Marketingplan ganz nach oben kommst. Also Pickpay, Nuskin, was hat das damit auf sich? Pickpay ist eine Team, sind Teampartner, die ein riesengroßes Team aufgebaut haben. Ja, bei der Firma Nuskin und das ist schon sehr, sehr klug gemacht, muss man sagen. Ja, kurz zu mir. Ich habe im Network Marketing im 7. Monat bereits einen Gruppenumsatz gehabt von 213.000 Euro. Und ja, unten habe ich ein Training für dich in 30 Tagen 110 Vertriebspartner. Das habe ich geschafft. Zuerst einmal Pickpay Nuskin Vergütungsplan Nummer 1 ist es ein Fehler aus meiner Sicht, den sogenannten Executive, das Executive Qualifying zu erklären, das heißt die Qualifikation. Die besteht ja aus einer Gewinnmarge, einer Provision von bis zu 30% des Verkaufspreises, den sogenannten L1-Bonus und den Fast Start-Provisionen. Ich denke, das kann am Anfang für einen neuen Partner von Nuskin bzw. Pickpay etwas verwirrend sein. Meine Erfahrung, ich sage jetzt nur meine Erfahrung, dazu ist, dass ich neun Vertriebspartnern das nie erklärt habe. Ich habe gesagt, du, es gibt einen Marketingplan, der ist fair, der ist vernünftig, der ist eben schon lange, lange am Markt. Das ist die Sicherheit für dich. Warum? Das, was man wirklich wissen muss, ist Fähigkeiten zu bekommen, wie kann ich neue Kunden und Partner generieren. Und eines ist klar, da kommen wir gleich zu Punkt 2 wegen dem Produktverkaufen. Punkt Nummer 2 ist wichtig. Du kannst nur im Vergütungsplan bei Pickpay bzw. Nuskin ganz nach oben kommen, wenn du wirklich viele Linien hast. Also wenn du nur Produktverkäuferin bist, dass du sagst, okay, die Pflegeprodukte, das gefällt mir, die Cremen etc., dann wirst du eine gewisse Stufe erreichen und dann kommst du nicht mehr weiter. Auch wenn du das Umsatzvolumen hättest, dir fehlen die sogenannten Linien. In jeder Qualifikationsstufe braucht man Linien und ich habe immer doppelt so viele Linien gehabt, als ich gebraucht habe. Warum? Weil ich 80% meiner Zeit neuen Partnern gewidmet habe. Naja, klingt das nicht asozial? Warum? Den anderen hast du nicht betreut? Oh ja, den anderen habe ich einfach gelernt. Wenn du was brauchst, ruf mich an. You call me. Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Das heißt, von Anfang an das Mindset zu haben, okay, ich baue lieber 1000 Vertriebspartner auf, die jeder 10 Kunden haben, dann habe ich 10.000 Kunden und wer für diesen Umsatz fair provisioniert. Selber 100 Kunden zu haben, ist schon wirklich hart. In 2 Jahren habe ich über 800 direkte, also Linien gehabt, also verschiedene Vertriebspartner und das funktioniert und funktioniert auch nur mit Facebook. Ich habe ohne Namensliste gearbeitet, nur mit Facebook. Punkt Nummer 3 ist, um im Marketingplan von Nuskin bzw. Pickpay ganz nach oben zu kommen, ist das Startertraining in Kombination mit einem System. Was meine ich? Wir haben kurz gesprochen über die 72-Stunden-Regel. In einem Startertraining, das ist so 45, 50 Minuten, spreche ich nicht über Nuskin, ich spreche nicht über Pickpay, sondern im Startertraining spreche ich nur über 3 Dinge. Wie bekomme ich Kontakte? Bekomme ich und nicht akquiriere ich, sondern bekomme ich Kontakte? Wie erstelle ich eine automatisierte Präsentation, damit neue Leute wirklich sagen, okay, ich will das. Und drittens, wie sorge ich dafür, dass diese Leute sich bei Nuskin sofort registrieren, automatisiert? Wenn du das hast, dann hast du ein wirklich ein skalierbares Network Marketing Business, dann hast du ein richtig gutes System. Das ist das Starter-Training. Vom System her habe ich kurz gesprochen. Es gibt hier eine Neuigkeit bei Facebook und der Hauptpunkt, um wirklich ganz nach oben zu kommen im Marketingplan von Nuskin bzw. Pickpay ist immer eine Kontaktquelle zu haben. Es fehlt den meisten Leuten nicht an Überzeugungskraft und auch nicht, dass die Produkte schlecht sind oder irgendwas, sondern es fehlt ihnen an neuen Kontakten. Und jetzt gibt es hier eine neue Funktionalität bei Facebook, wo du in der Facebook-Suche gefunden wirst und aktiv empfohlen wirst unter fremden Postings. Stell dir vor, jemand macht ein fremdes Posting auf Facebook zum Thema Hautpflegeprodukte, Tipps oder teilt einen Link und dein Posting, das du auch gemacht hast zum Thema Hautpflege, nämlich Pickpay und Nuskin, erscheint unter diesem fremden Posting, ohne dass du befreundet bist, ohne dass du Gruppenmitglied bist. Hier gibt es eine neue Funktionalität auf Facebook, die zeige ich dir unten in meinem Training. Und ja, ich hoffe, du kommst im Vergütungsplan bei Nuskin bzw. Pickpay ganz nach oben. Eines noch, sage nicht Punkt 4,
was mir sehr, sehr gut gefällt an PicPay, das ist etwas, was viele Vertriebspartner nicht zu Recht noch durchschaut haben. PicPay verrät ja eigentlich nicht, dass es sich um Nu Skin Produkte handelt. Das ist sehr, 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 sehr klug, weil wenn du über Nu Skin sprichst, dann beginnen die Leute zu googeln und haben eine gewisse Meinung dann schon. Ja, und du kommst dann nicht mehr in Kontakt. PicPay macht das sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Es nutzt ein wichtiges Prinzip, Fear of Missing Out, das heißt die Angst, etwas zu verpassen. Sehr, sehr klug aufgebaut. Außerdem weiß ich, weil hier bei uns in der Region PicPay sehr, sehr stark ist, dass sie viel, viel Wert legen auf Ausbildung etc. Also, ja, Hut ab. Was wollte ich sagen? Rocket, bye bye. Unten ist das Gratis-Training in 30 Tagen, 110 Partner. Ciao, Servus, Pfiat, viel Erfolg. Ciao, ciao.